Wo geht es lang mit der Industrie in Hessen? Diese Frage bewegt auch die Politik, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Die Protagonisten der großen Parteien wollten vor Unternehmern in Frankfurt zeigen, wie wichtig ihnen der Industriestandort mit der Chemie im Zentrum ist. Ein Industriestandort wird auf Dauer hier nur erfolgreich sein, wenn Sie hier Bedingungen vorfinden, die Sie wettbewerbsfähig lassen. Das hat man uns nicht erst nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise erklären müssen, dass der industrielle Kern oder dass die industriellen Kerne ein wesentlicher Garant für Wohlstand und Fortschritt in unserem Land sind. Ich will, dass wir mehr Industrie haben. Die hessische Chemie steht für ein Viertel der Industrie im Bundesland. Die Wirtschaftskraft und die insgesamt 57.000 Beschäftigten sind Faktoren, die auch bei den Spitzenkandidaten Beachtung finden. Daher gehen sie auch auf die Probleme der Industrie ein, wie die hohen Kosten der Energiewende. Ich will hier sehr deutlich und klar sagen, dass für uns Fragen der Versorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit von Energie gleichrangig stehen neben Fragen der ökologischen Herausforderungen, die mit der Energiewende verbunden sind. Die Zukunft der Unternehmen in Hessen hängt auch von Innovationen und gut ausgebildeten Arbeitskräften ab. Wie geht die Politik mit diesen Fragen um? Es gibt kein Land in Deutschland, das so viel investiert in den Bereich der Forschung wie wir. Forschung als die Grundlage für die Arbeitsplätze von morgen. Und das kann man wunderbar sehen, auch und gerade in der Chemieindustrie. Wir werden vor dem Hintergrund der drohenden Fachkräftesituation Herausforderungen zu lösen haben, die eng verbunden sind mit Stichworten wie Zuwanderung, mit Stichworten wie einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aufregerthemen hat jede Partei. Bei der SPD ist die Wirtschaft skeptisch, ob angestrebte Steuererhöhungen nicht den Unternehmen an die Substanz geht. Der Spitzenkandidat versucht zu beruhigen. Es steht dezidiert in unserem Regierungsprogramm, dass es mit der Sozialdemokratie keine Substanzbesteuerung geben wird. Lob gibt es für ein besonderes Projekt, das der VCI Hessen mit angestoßen hat, die Initiative Gesundheitsindustrie. Eine Bündelung von Land, wenn Sie so wollen, von Politik, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Unternehmen. Das ist etwas, wie ich mir vorstelle, wie Zukunft gelingen kann. Nicht die Gesellschaft spalten in die da oben und die da unten, in die, die arbeiten und die anderen, die kassieren, sondern gemeinsam versuchen, unsere Stärken noch stärker werden zu lassen für gelingendes Leben.